We leave our legacy in your hands. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Hogwarts. Und heute geht es um die Schmetterlinge. Ich wurde gebeten, ein Video zu machen über die Schmetterlinge, wo ihr diese alle findet. Und dem komme ich natürlich nach, sobald ich helfen kann. Probiere es ja immer. Die Schmetterlinge sind halt auch relativ schwer zu finden. Das bedeutet, man muss sich sehr, sehr nah auf der Karte am entsprechenden Ort befinden, um sie auch wirklich angezeigt zu bekommen. Bevor ihr sie natürlich sammeln könnt, müsst ihr erst einmal die entsprechende Quest machen. Das ist auch hier Schmetterlinge 1 von 16. Hier haben wir direkt den Auftrag erhalten. Wir werden den gleich auch dann anschließend noch gemeinsam abgeben. Die Schmetterlinge führen euch immer zu kleinen Schatzkisten. In den Schatzkisten wiederum habt ihr ein bisschen Equipment drin oder halt ja, so ein bisschen kosmetische Sachen für euren Raum der Wünsche. Und könnt den halt so massiv upgraden mit vielen, vielen Items. Ist wirklich relativ cooles Zeug dabei. Eure Aufgabe ist es wirklich immer nur, den Schmetterlingen hinterherzulaufen. Und auch wenn ihr sie verlieren solltet, macht das gar nichts. Ihr bekommt dann immer den aktuellen Standort der Schmetterlinge auch als Schmetterlingssymbol auf der Map angezeichnet. Ihr könnt genauso das Ganze auf dem Besen machen. Ihr könnt also wirklich durchgehend fliegen, durchgehend, ja, einfach, ja, den Schmetterlingen folgen, ist auch ganz gut so, weil die manchmal halt ein bisschen nach oben gehen und dann ist es ganz gut, wenn ihr auf dem Besen sitzt und direkt gleich hoch fliegen könnt, statt hochklettern und so sie gar nicht erst verliert. Und das nächste ist, ihr könnt dann auch die entsprechende Schatztruhe jeweils direkt vom Besen aus looten. So, wir haben jetzt die Quest hier gestartet und ab jetzt haben wir halt die Möglichkeit auf der Map die Schmetterlinge zu finden. Hier seht ihr es eingezeichnet, das ist oben sozusagen der erste, den wir frei finden an dieser Stelle. Und dann haben wir auch immer so diese kleine Melodie, die wir hören. Und dann rennen wir den hinterher und dann finden wir die Schatztruhe. Mehr ist dabei wirklich nicht zu tun. Und das ist auch der Grund, warum ich das Video jetzt so gestaltet habe, dass wir jetzt die ganzen Schmetterlinge, dass ich euch lediglich die Fundorte zeige auf der Karte, wo ihr genau das Symbol findet. Dann findet ihr die Schmetterlinge und dann lauft ihr den hinterher und dann nehmt ihr die Kiste mit. In meinen Augen eine sehr, sehr langweilige Aufgabe. Beinahe noch langweiliger als die 94 Merlin, ja, Sammelobjekte. Ich finde, da haben sie so ein bisschen das Spiel. Ich finde es nicht gut. Schreibt mir mal eure Meinung rein. Schreibt mir mal eure Meinung dazu rein, zu den ganzen Sammelobjekten in Hogwarts. Ob das nicht irgendwo von allem ein wenig zu viel ist. Oder ob ihr sagt, hey, nee, finde ich super, weil so lerne ich die ganze Welt kennen. Also eure Meinung würde mich da sehr interessieren. Und jetzt, wie gesagt, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest des Videos und mit allen Fundorten der Schmetterlinge in Hogwarts. Hat das Video gefallen, hat es geholfen, denkt an den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr nicht geschehen, dann verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich danke euch fürs Dabeisein und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.